So Leute, ich sitze hier in meinem E100 und habe einen Clan-Kollegen dabei, der in seinem Type 4 Heavy sitzt. Und jetzt müsst ihr mal im Gegnerteam gucken. Nicht nur, dass ein Fame-Mitspieler da drüben ist, der hat auch noch ein OP T22er Med dabei. Ja, ich sag mal so. Egal, guckt's euch an, weil jetzt zu viel zu reden bringt nichts. Ihr wisst, ne, dass die Seitenpanzerung von dem T22er Med absolut OP ist und dass man einfach mal so schlecht da durchkommt. Wir sind auch schon alle auf, ja. Das heißt, der Typ, der ist mitten durch die Menge. Ja, der hat auch schon dafür gesorgt, dass einer von uns tot ist, weil er den gespottet hat. Ja, und ich kann hier auch nicht mehr weiter in die Stadt fahren, weil ich wahrscheinlich Dauer auf bin. Oder immer wieder auf bin, wie ihr sehen könnt. Und das wird eine hartnäckige Geschichte. Unser Type 4 hat schon da drüben ordentlich kassiert, weil der ist ja noch langsamer als ich mit meinem E100. Und, ja, der zweite ist schon tot. Diesmal von einem Zugmitglied von dem Fame-Menschen. Dem T62A. Der dritte ist schon tot. Der T22 Med hat den nächsten rausgeholt. 3 zu 0 für den Gegner. Und das ist wieder so ein typisches Beispiel, weißt du, dass der Gegner in so einem Matchmaking nicht nur die Top-Leute bekommt, sondern auch die Top-Panzer. Weil wenn ihr mal gucken wollt, ne, die haben weitaus mehr schnelle Meds, dann noch OP-Meds und dann noch mit fähigen Leuten. Da ist der T22er. Ich schieße hier noch nicht, weil ich noch ein bisschen gucken will, wie viel Gefahr droht und wie viel nicht. Ich verpasse dem T22er Med eine 220er HE-Schelle. Übrigens, falls ihr euch wundert, das ist die freie Kamera hier, ne? Also, da wo ich im Spiel hingezielt habe, seht ihr links und in der Mitte seht ihr, wo ich jetzt im Replay hinziele. Das hat nichts mit einem Aimbot zu tun, aber die geistigen Tiefflieger, die checken es immer noch nicht. Ich habe es, glaube ich, schon in 10 Videos erklärt. Also, da wo meine Kanone hinschießt, da habe ich im Spiel hingezielt. Und jetzt, der bekommt eine 370er Schelle von mir. Ich bekomme sehr viele Abpraller, weil ich genau so stehe, dass ich sowohl als auch von rechts als auch von links aus der Stadt Abpraller kassiere. Also die meisten Schüsse zumindest. Und das ist die Kamera, wo ich jetzt im Replay hinziele. Das hat mit der Kamera, wo ich im Spiel hinziele, nichts gemein. Ja, bitte ihr 12-jährigen Kinder da draußen, versucht das bitte zu verstehen, dass das nichts mit einem Aimbot zu tun hat. Da drüben rechts ist die Kamera, wo ich im Spiel hinziele. Und hier ist die Kamera, die freie Kamera, wo ich im Replay. Oh, der hat jetzt nochmal eine 412er Schelle von mir kassiert. Ich sag mal so, hätte der keine Hilfe, ich hätte den auf jeden Fall da aus der Mitte rausgeschossen. Wie ihr sehen könnt, ich habe kaum Schaden abgegrillt. Ich habe mich so hingestellt, dass ich ziemlich viele Abpraller kassiere, ja? Ich stehe so weit hinten und so angeschrägt, dass ich weder von der Mitte noch von der Stadt großartig abkassiere. Okay, jetzt ist natürlich komplett die Stadt gefallen. Jetzt können sie noch weiter vordrücken. Type 4 ist auch raus. 7 zu 1. Oh, da ist jetzt mal wieder einer durchgekommen. Okay, jetzt sind sie schon mit den Panzern so weit vorgerückt, dass die mir von der Seite reinschießen können. Dementsprechend gehen jetzt mehr Schüsse rein als vorher, weil keiner in die Stadt gefahren ist. Ja. Gut. Soweit, so gut, ja. Guckt euch mal bitte unser Team an. Die sind komplett sinnlos irgendwo hingedüst. Ja, gucken wir uns mal die Stats an. So, hier sind wir bei den Stats. Und dann hatten wir diesen Fame-Typen da. Der hat eine 11.000. Oh, der hat eine knapp 11.900er WOT-Wertung. Der geht schon Richtung 12.000. Das ist so ein richtig kranker Typ.
So, ich will jetzt auch nichts unterstellen, so Mods, Bots und keine Ahnung, was der für Mods hat oder nicht hat oder so. Jedenfalls hat er das Team von uns richtig aufgemischt. Und jetzt, wenn ihr mal gucken wollt, ich habe 6500 knapp Schaden abgewehrt, habe 30 Treffer kassiert, 2,5 ausgeteilt und ich war der Einzige, der diesen T22 Med bearbeitet hat. Munitionslager und Fahrer habe ich dem rausgehauen. Und ganz ehrlich, 1 gegen 1 hätte der da länger gestanden, ich hätte ihn auch gekillt. Aber ihr habt es ja selber gesehen, ich habe von allen Seiten kassiert, ne? Am Ende. So, unser Type 4 wurde auch frühzeitig gespottet und beschossen. Deswegen, und der Jagdpanzer ja 100 und den Rest hier brauchen wir gar nicht erwähnen, ne? Habt ihr ja selber gesehen. Selbst die Arti hat uns noch nicht mal richtig geholfen, die hat nur 300 Damage. Ja, so, was war das für eine Arti? Ja, Gott, Bot-Arti. 40.000 Gefechte. Und das sind die Stats, also sorry. So, und komischerweise, nicht nur, dass die so ein Med-Platoon haben, mit übelsten Leuten, guck mal hier, die sind ja auch nicht schlecht, die mit dem unterwegs waren. 8.300er. Und der zweite hier, ne, war auch jetzt kein super schlechter Typ, ne, mit denen der unterwegs war. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, was willst du da machen? Dann flamet mich hier dieser E5 hier zu, ey. Der schreibt mich hier der E5 von uns an, so von wegen. Was hast du gemacht und bla, weil er halt ein bisschen mehr Damage hat, aber ich habe ja die Mitte geblockt gegen den 12.000er WOT-Wertung-Typen, ne? Aber das interessiert einen hinterher keinen. Dann flamet er lieber mich zu, anstatt so ein Jagdpanzer E100, der mit null Schaden hier rausgegangen ist, ja. 46%ige Winrate, Dankeschön. Lange Rede, kurzer Sinn, ja. Abonniert den Kanal hier und meinen Kraftsportkanal, Links sind in der Beschreibung und meldet euch, wenn ihr zu mir in meinen Clan wollt. Bis dann, ciao.